Nach einem etwas verhaltenen Start war es dann doch noch ein voller Erfolg. Das erste Villmacher Weinfest feierte bei mäßigem Wetter am Lahnufer seine Premiere. Alicia Bogler von der SPD und Vorsitzende im Ausschuss Kultur, Sport und Soziales gehört zu den Initiatoren dieser gelungenen Veranstaltung. Also im letzten Jahr wäre ja eigentlich Jubiläum vom Todestag von König Konrad gewesen und da hatten wir als Ausschuss die Idee, dass wir ein Weinfest organisieren. Hat sich natürlich die Planung und Organisation ein bisschen in die Länge gezogen. Und so haben wir dann im Ausschuss beschlossen, wir machen es richtig und dann halt erst ab 2019. Und das ist ja hier das Pilotprojekt in diesem Jahr. Die eigentliche Idee war es ja eigentlich gewesen, beim Brunnenplatz zu machen, vom Rathaus. Da haben wir leider die Genehmigung nicht bekommen von Hessen Mobil. Und dann gab es die Idee von der Verwaltung, dass wir es doch hier unten machen, an der Lahn. Das Rockduo Akustika sorgte Samstag und Sonntagabend für die stimmungsvolle Unterhaltung. Die gute Musik, viel Platz und reichlich Sitzgelegenheiten lockten dann mit Einbruch der Dunkelheit nicht nur viele Villmacher voller Erwartung an. Es gibt auch zum Beispiel den Tennisverein, die sich engagieren mit Würstchen und auch Bier für diejenigen, die kein Wein mögen. Und so werden wir das Wochenende heute und halt auch noch morgen am Sonntag schön verbringen zusammen. Bratwürstchen, Crepe, Flammkuchen, Steaks, Pommes und natürlich auch Eis der Brechner Eismanufaktur sorgten für die richtige Unterlage für die köstlichen Weine aus der Umgebung. Das Weingut Michael Dornbach aus dem Rheingau, die Weingüter Kastanienhof Stumpf und Magdalenenhof H&K Klosheim aus Rheinhessen und Adams kleiner Weinladen boten eine Vielfalt von dem köstlichen Nass zur Verköstigung an. Es ist jetzt erstmal ein Pilotprojekt und wir schauen, wie es läuft, wie es angenommen wird. Und wünschenswert wäre es natürlich, wenn es auch eine Tradition wird, wie der Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Nun ja, das Pilotprojekt fand viele Weinfreunde und schreit förmlich nach einer Fortsetzung im kommenden Jahr.